Erstmal die Längen zurechtschneiden. Genau, es ist bei jedem wieder unterschiedlich, je nachdem, wie viele Knoten man macht, wie groß das Gefäß ist. Ja, damit hallo und willkommen zum Treffpunkt. Wir sind schon mittendrin. Ich bin hier zu Gast in dem hübschen kleinen Laden von Andrea Budisantoso. Und wir machen Makramee, gerade wieder total im Trend. Und da kann man so viele tolle Sachen mitmachen. Man sieht es hier schon, Schlüsselanhänger, Umrandungen für solche Gläschen. Das machen wir auch heute. Jetzt nehmen wir einfach das längere, ja. Weil das dann, das nehme ich. Okay. Weil halten. Das dann hier um das Glas drumherum muss. Einmal halten, genau. Und dann geht es am Anfang einfach alle Bändel daran befestigen. Also das sind die Bändel, die nachher so schön dekorativ runterhängen. Genau. Am Glas. Mhm. Mit denen wird dann geknüpft. Mhm. Wie lange brauchen wir dafür ungefähr? Also im Workshop machen wir das etwa in 2 Stunden. Mhm. Ich mache es natürlich etwas schneller. Okay, mal gucken, wie schnell ich bin. Also, wir machen mal weiter, aber wir wollen natürlich noch viele andere Sachen zeigen, was man so basteln, bauen oder reparieren kann. Zum Beispiel in Grafenhausen im Schwarzwald, da kann man seine eigenen Möbel bauen. Zwei Männer und ein Motto. Ich mach das selbst. Und das ist der Mann, der Männerträume wahr macht. Josche Frankenberger. Raymond ist Friseur und will einen sogenannten Gehwegstopper bauen. Einen Hingucker für den Frisiersalon. Alfred, pensionierter Regierungsdirektor, baut seinem Sohn einen Sekretär, wenn es klappt. Mir macht es unheimlich Spaß. Nach 40 Jahren Schreibtischtätigkeit ist das unheimlich spannend. Und man muss natürlich auch strukturiert vorgehen, wie man da sieht. So ungefähr sieht der Sekretär aus. Da müssen Sie sich in der Schräge die Klappe vorstellen, die nachher im 90-Grad-Winkel quasi rausgeklappt wird. Meine Frau hat einen Friseurladen in St. Blasien. Und wir sind gerade umgezogen, haben einen ganz neuen Laden. Und jetzt möchte ich gerne noch einen schönen Gehwegstopper möchte ich gerne machen. Und dann hat der Joshi mir diese beiden Türen zur Verfügung gestellt. Ich habe noch so etwas ältere Utensilien vom Friseurhandwerk und die möchte ich dann irgendwie integrieren. Ich würde sagen, einfach drauf los und der Joshi wird mir helfen. Das Center hast du schon mal geschafft? Josche Frankenberger kommt aus Stuttgart. Dort arbeitet er als Kulissenbauer und freischaffender Künstler. Seit 4 Jahren lebt er im Schwarzwald und gibt Möbelbaukurse. Die Möbel, die mir gefallen haben, konnte ich mir nicht leisten. Und die Möbel, die ich mir leisten hätte können, haben mir nicht gefallen. Also selber machen. Und dann habe ich damals in meinem Atelier angefangen, eben für mich Möbel zu schreinern, halt Einzelstücke und so weiter. Und bei diversen Besuchen von Freunden und so weiter, wo es dann hieß, oh toll, wo hast du das gekauft, wo hast du das her? Kann ich uns das bauen? Daraus hat sich dann die Idee entwickelt, zeig's den Leuten doch einfach. So entstand Josches Erlebniswerkstatt tief im Hochschwarzwald. Ja. Ist doch gut. Josches Domizil ist die altehrwürdige Schaffhauser Säge. Sie liegt still und abgeschieden im Loch, wie die Einheimischen sagen. Hier in dem Raum sieht man jetzt zum Beispiel einige Möbel, die man bei uns, bei mir bauen kann. Also so Sofa, Bett, Kombi in jeglicher Größe, verschiedene Hölzer. Das hier in der Mitte vom Raum, das ist dieses Sekretär, was ja der Alfred auch gerade am Basteln ist. Eben immer anderes Holz, anderes Format. Oder da drüben, das ist so ein bisschen ein Renner bei mir, dieses Stempelbett. Und hier können Sie sich einfach nochmal, wenn Sie hierher kommen, mal inspirieren lassen. Gucken, was gibt's, was kann man sonst noch machen. Die Preise für die Kurse variieren, je nach Möbelstück und verwendetem Holzmaterial. Ein Kurs dauert 2 Tage. Schließlich muss ja geleimt werden. Und gut Ding will Weile haben, sprich trocken werden.
meine Schwierigkeiten waren, diese Schrägen hier dann sauber hinzukriegen auf das und bei dem Holz mit dem Sägen. Also welches Werkzeug nimmt man da? Ein kleiner Fehler und hat große Auswirkungen dann. Raymond, der Friseur, trägt den Tafellack auf. Auf diese Fläche kann er später mit Kreide zum Beispiel die Preise schreiben. Wie das jetzt genau alles rauskommt, gell? Also es ist immer Schritt für Schritt und ja, wie gesagt, es gefällt mir halt mega, gell? Also es wird immer schöner, ganz genau. Jetzt bin ich halt gespannt, wie das ist, wenn alles ja, so dran geklebt wird und also ich freue mich jetzt so richtig, ja. Also das passt schon mal sehr gut. Am nächsten Tag wird das Werk dann vollendet. Und Raymond wirkt immer begeisterter. Wahnsinn. Ich habe unheimlich viele Maschinen in der Hand gehabt, die ich nicht gewusst habe, dass es sowas gibt. Ich habe unheimlich viel gelernt. Ich habe ja, einfach auch die Geduld zu nehmen, einfach gut zuzuhören und dann kann man das so richtig schnell und gut umsetzen. Also es hat mir richtig Spaß gemacht. Also ich werde das auf jeden Fall wieder machen. So. Auch Alfreds Sekretär liegt gut verleimt in den letzten Zügen. So, und hoch damit. So. Ich bin glücklich, dass wir so weit sind und dass wir es demnächst geschafft haben vorher. Noch ein paar die Türchen noch einhängen. Und wie gesagt, also ohne Josche alleine hätte ich es nicht geschafft. So. Das muss ich wirklich sagen. Oh mein Gott, das wie geht das? Also es ist nichts für hektische Menschen. Jetzt habe ich eins ausgelassen. Die müssen schon ganz eng, ne? Ja. Da bin ich schief. Fast gut, oder? Das sieht doch schon hübsch aus. Jetzt wird geflochten, oder wie? Geknüpft. Die mittleren bleiben einfach hängen oder du kannst so ein bisschen festhalten. Mhm. Der linke Bändel geht oben drüber. Mhm. So eine Schlaufe, okay. Dann geht der rechte oben drüber. Ja. Und von hinten da nach vorne durch. So. Und dann hochziehen. Okay, so richtig? Ja, sieht gut aus. Oh ja. Und jetzt genau andersrum. Aha. Einmal unten durch? Unten durch. Der rechte hinter dem vorbei. Aha. Und von vorne durch diese. Ah, okay. Und jetzt geht es immer so hin und her praktisch. Die eine Variante und die andere. Ah, das sieht schon total gleich hübsch aus. Ha. Aber ist schon schwierig. Ich glaube, wenn man es dann 100-mal gemacht hat, dann weiß man, wie es geht. Ja, wie bist du denn zum Makramee gekommen? Ich fand früher, das war so der Staubfänger in Omas Wohnung. Mhm. Und irgendwie hat es mir dann aber durch diesen ganzen Boho-Trend immer besser gefallen. Ja. Und dann habe ich es mir selber beigebracht. Einfach so durch Gucken von Videos und dann nachgemacht. Genau. Verzweifelt man da nicht zwischendurch und denkt so, oh Gott, ich doch, krieg am Anfang, das nie hin. Am Anfang schon. Also ich habe auch ganz viel wieder aufgemacht und nochmal gemacht. Und ja, aber nicht die Lust verloren offensichtlich. Nee, die ist geblieben. Ja. Man braucht aber einfach Geduld dafür. Ja, das in der Tat kann ich bestätigen. Aber es sieht halt total schön aus, gell? Das da gefällt mir ja auch total gut. Ist das zum Aufhängen, oder? Einfach so genau, als einfach an die Wand, an der Tür. Ja. Und um sowas Rundes hier geht's jetzt als nächstes. Und zwar um Hula Hoop. Auch eine schöne Freizeitbeschäftigung. Da verliert man bestenfalls noch ein bisschen Hüftspeck dabei. Und auch Hula Hoop Reifen kann man sich selber bauen. Hoop Dance, der Hula-Hoop-Reifen ganz modern. Neben der Bewegung kann man auch seiner künstlerischen Ader freien Lauf lassen. Flavie Stelant ist begeisterte Hula-Hooperin und genießt dieses Ganzkörpertraining.
Mit Hula Hoop hat man das Gefühl, es gibt einen Partner da. Ja? Und man ist dann nicht allein und man tanzt mit den Reifen. Und das ist viel spannender, wie ein Partner da wäre und mittanzt. Es ist die zweite Hula-Hoop-Welle, die über das Land rollt. In den 50er Jahren kam der Reifen aus den USA nach Deutschland und sorgte auch damals schon für jede Menge Spaß und Begeisterung. Flavie Stelland kommt aus Nordfrankreich, aus der Nähe von Lille. Seit 2007 lebt sie in Deutschland und hat in Ulm eine zweite Heimat gefunden, mit ihrem Partner, dem Musiker Markus Wirth, und ihren Kindern. Der Hula-Hoop-Reifen begleitet sie seit 8 Jahren. Also ich habe angefangen nach der Geburt von Garance, also ein paar Monate nach der Geburt. Ich hatte immer noch so einen Bauch, der mich gestört hat. Und ich glaube, ich habe über Internet geschaut, was kann ich da dagegen machen. Und ich bin auf Hula-Hoop-Videos gestoßen von Hoop-Dancer, also Frauen oder Männer, die mit Hula Hoop tanzen. Auch ihre Familie hat sie auf die Reifen gebracht. Flavie Stelland ist Tänzerin und Sängerin. Und sie ist auch handwerklich begabt. Wer sich nicht nur bewegen, sondern auch kreativ heimwerken will, kann sich einen eigenen Hula Hoop Reifen bauen und selbst gestalten. Dazu braucht man Kaltwasserrohr, verschiedene Tapes, einen Meterstab, Zangen und eine Schere. Zuerst schneidet Flavie ein 10 cm langes Stück Kaltwasserrohr ab und kocht es weich. Der Durchmesser hängt davon ab, was man mit dem Reifen machen will. Für Anfängerinnen und Anfänger gilt, vom Boden bis zum Bauchnabel ist eine gute Länge. Zum Tanzen sind eher kleinere Reifen besser, etwa 80 cm hoch. So, und jetzt ist ein bisschen weicher geworden und ich kann das besser schneiden. Mit dem aufgeschnittenen Stück verbindet Flavie die Reifenenden. Dafür muss sie es vorher mit einer Rohrzange klein quetschen. Also ich versuche wirklich so klein wie möglich. Das ist der einfache Teil. Um den Reifen endgültig zusammenzustecken, braucht es Kraft. Hula Hoop ist eben ein Ganzkörpertraining. Jetzt muss ich wirklich schaffen. Das ist gegenüber. Fast. Jetzt ist es gemacht. So, jetzt haben wir quasi ein Hula Hoop fertig. Jetzt wird's kreativ. Für die Gestaltung benutzt Flavie verschiedene Klebebänder. Die erste Tape-Schicht bestimmt die Grundfarbe des Reifens, zum Beispiel grünes Isolierband. Dann mache ich ein Tape, der schön aussieht, also mit Glitzer, warum nicht? Und zum Schluss kommt noch Gewebeband auf den Reifen. Einfach, dass der Hula Hoop an der Kleidung ein bisschen hängt, also dass es nicht rutschig ist. Und jetzt, ding! Kann man tanzen. Man nimmt die Reifen an dem Rücken, also anlehnen auf dem Rücken. Ich gebe oft den Tipp, ein Fuß vorne, ein Fuß nach hinten und nicht versuchen zu kreisen mit der Hüfte, sondern wirklich vor und zurück bewegen. Und ich werde den Reifen werfen quasi an der Seite und gleichzeitig fange ich an, mich zu bewegen, vorne und zurück. Wenn ich das Gefühl habe, der Reifen fliegt nach unten, muss ich ein bisschen stärker machen. Und dann kann man anfangen, da sich zu bewegen. Am Anfang vielleicht drehen, gleich rum wie der Reifen. Also meine Hula Hoop geht nach links, ich mache nach links und ich kann mich drehen nach links. Wenn man das schafft, dann kann man probieren zu laufen. Ein bisschen vor, ein bisschen zurück. Ein bisschen an der Seite. Was ich auch gerne als Übung zeige, ist die Hände zwischen Reifen und Körper rein. So zum Beispiel. Oder andere Seite. Oder die zwei. Ich finde eine gute Übung, weil das ist quasi der Anfang von Reifen fassen und hochheben. Hula Hoop. Mehr als nur ein Trendsport. Auch eine Kunst.
Und an so einer hübschen Windlichtumrandung arbeiten wir hier im Laden von Andrea Budisantoso in Karlsruhe-Stupfrich in Makramee-Technik, die ich hier gerade lerne. Und wir haben uns mal hingesetzt, weil die Haltung im Stehen ist dann doch etwas anstrengend auf Dauer. Und es dauert halt wirklich, vor allem wenn man Anfängerin ist wie ich. Jetzt geht's weiter. Wir haben die Basistechnik gelernt. Jetzt kommen diese Dreiecke. Jetzt bin ich gespannt. Wie geht denn das? Du brauchst 2 Knoten. Mhm. Dann nimmst du die beiden in der Mitte und den rechts und links daneben. Aha. So, ja? Genau. Und jetzt ist genau das gleiche wieder. Ah, okay. Ah, und jetzt geht es praktisch über Eck. Jetzt habe ich es verstanden. Und jetzt wieder unten durch, das gleiche jetzt Prinzip. Wieder unten durch. Aha, okay. Ah ja, also wenn man das erste verstanden hat, versteht man auch den Rest ganz gut. Genau. Okay. Ah, jetzt kommt man hier schon so richtig über Eck tatsächlich. Ja. Und wie viele von diesen Knoten brauchen wir jetzt? Das sind am Ende besteht aus 6 Knoten. Ah, okay. Noch einmal festziehen. So, der. Jetzt habe ich es. Und festziehen. So, ne? Perfekt. Das ist ein Dreieck. Tada! Gar nicht so schwierig und es macht echt Spaß. Also wenn man sich mal so reingefuddelt hat, dann ist es echt eine schöne Sache. Und genauso schön ist sowas hier mit Trockenblumen. Da kann man auch richtig hübsche Dekosachen machen. Aber das will natürlich auch gelernt sein und das kann man in Stuttgart lernen. Flower Loop, Flower Hoop, Skandering. Es gibt viele Namen für die Trockenblumenkränze. Kerstin Walter zeigt heute, worauf es beim Binden ankommt. Ihre Freundin Annette Musch hat noch nie einen Kranz gemacht. Schon beim Ring gibt es viele Unterschiede, Bambus oder Metall und verschiedene Durchmesser. Also was wir jetzt brauchen, sind verschiedene Drähte. Ich zeige dir mal ganz kurz, damit du weißt, was wir hier machen. Das hier ist ein sogenannter Myrtendraht. Mhm. Der ist relativ dünn, aber reicht völlig aus, um diese sehr filigranen Blumen zu halten. Der goldene Draht, das wäre eigentlich eher ein Schmuckdraht. Den könnte man verwenden, wenn man den sehen möchte. Aber eigentlich, ich mache meine Grenze immer so, dass man es möglichst nicht sieht. Mhm. Ja. Unzählige Formen und Farben an Trockenblumen sind mittlerweile auf dem Markt. Viele dieser anderen Blumen sind gefärbt. Also das Hasenschwänzchen, wie es dann auch heißt, hier der Lagurus, der wächst so in der Farbe. Und alle anderen, die du hier siehst, also dieses Weiß, dieses Grün, mhm. Braun, die sind alle gefärbt. Ja. Das ist ja ein klassischer Pampasgras, der so auch im Garten wächst. So, dann würde ich mal anfangen. Ich zeige dir mal, wie ich das immer mache. Ich nehme also diesen Draht einmal rum, ja, und verzwirbel den hinten einmal, okay. Ja, und drehe den nochmal rum und mache den einfach. Letztendlich geht es darum, es soll nachher nichts verrutschen. Du drehst den nachher einfach hier fest. Und dann legst du es so hin, dass du den Draht vorne hast, also praktisch einmal drehen und den Draht. Ach so, bei mir genau, jetzt hier genau, so, ja, okay. Weil du fängst dann nachher an, du wickelst immer von unten okay. Nach oben. Okay. Ja. Das ist so der Anfang, ja. Wir brauchen quasi einen Füller, ja? Mhm. ein Material, was praktisch mehrfach auftaucht. Der Kranz wird harmonisch, wenn man sich auf 3 bis 4 Farbtöne beschränkt. Auch bei der Auswahl der Blumensorten reichen einige wenige, die dann immer wiederkehren. Dann kleine Büschelformen und diese immer in der gleichen Richtung hintereinander fest mit dem Draht auf den Kranz wickeln. Kerstin Walter kam in der Corona-Zeit zu diesem Hobby. Langeweile war noch nie so mein Ding. Und dann habe ich das einmal angefangen, habe das auf Instagram gepostet und es war irgendwie schon ein kleiner Erfolg. Ja? Und ich dachte, oh, ich dachte gar nicht, dass das irgendwie gut ankommt. Und dann hatte ich so diese Erfahrung gemacht, es tut mir gut, wenn ich es mache. Ja? Das ist für mich wie ja, andere gehen in den Wald oder so. Und wenn es mir nicht gut geht, dann mache ich einfach einen Kranz. Freundin Annette ist inzwischen ganz im Binderhythmus versunken. Sie möchte den Kranz als Geschenk für ihre Mutter machen. Die Betriebswirtin findet sonst ihren Ausgleich im Sport. Nach einer halben Stunde Zwischenbilanz. Wie läuft es? Ach, eigentlich ganz gut.
klar, ich meine, man muss ja Unterschiede sehen, ja, zu ihr. Das wäre ja ein bisschen verkehrt, wenn es nicht so wäre. Aber meiner ist halt ein bisschen wilder. Aber ich denke, ja, für der erste Kranz ist, glaube ich, ganz okay. Eine knappe Stunde dauert es, bis die Hälfte des Rings mit Trockenblumen umwickelt ist. Jetzt zeigt sich die Liebe zum Detail auch in der Gestaltung eines schönen Abschlusses. Die Stängel werden gekürzt und mit einer Schnur festgeklebt. Dann noch ein farblich passendes Schmuckband als Aufhängung dran binden. Fertig. Die Flower Loops von Kerstin Walter und Andrea Musch sind echte Hingucker geworden. Ja, bei meinem privaten Workshop im Herbertle in Karlsruhe-Stupferich sind wir weiter fleißig. Es dauert, aber es wird echt schön. Das hier soll das Endergebnis sein. Und wir kommen jetzt zu dieser dicken Kante um die Dreiecke rum. Genau. Yeah. Nimmst du dir hier zwischendrin? Ja, zwischen den Dreiecken. Die beiden. Genau zwischen den Dreiecken liegen, okay. Und jetzt machen wir eigentlich wie ein Knoten, wie man einen Schuh macht oder so. Einfach einmal so. Und jetzt ziehst du aber nicht nach der Seite, sondern einer nach oben, einer nach unten. Einer nach oben. Jetzt nochmal. Genau, das gleiche nochmal. Und jetzt aber zur Seite ziehen. Damit du hier so einen geraden Steg dann hast. Ja, und jetzt? Und jetzt kommt der nächste Knoten. Ja? Das ist der Leitfaden. Was war denn nochmal der Leitfaden? So? Sollte der in der rechten Hand sein? Jetzt. Ach. Oh je, ich glaube, ich bräuchte 5 Jahre, bis ich mir das alles merken kann. Oh, du machst ja nicht nur diese tolle Makramee-Technik, sondern auch Schmuck, wie man da drüben sieht. Auch wunderschöne Sachen. Wie bist du dazu gekommen? Ich wurde schwanger. Ich habe als Maler und Lackiererin gearbeitet und hatte dann durch die Schwangerschaft sofort Berufsverbot. Ganz viel Zeit und ganz viele Perlen. Und dann habe ich angefangen, Schmuck zu machen. Zuerst Ketten, Armbänder und dann kam einfach immer mehr dazu. Ja, dann war das quasi auch der Anfang der Handarbeitsleidenschaft. Ja. Schön. Und das Tolle bei diesen Sachen hier ist ja, die kann man eigentlich alle zu Hause machen. Man braucht gar nicht viel dafür, außer, sag mal, den Materialien. Schwieriger wird's, wenn man mit ganz großen Sachen hantiert, also mit Metall- oder Holzteilen. Da braucht's halt dann schon eine Werkstatt. Und wer hat das schon zu Hause, oder? Da hat sich eine Stuttgarter Initiative was ganz Tolles überlegt, nämlich eine Werkstatt für jedermann mit dem nötigen Werkzeug. Tolle Sache. Ein Hobbyhimmel. Ob 3D-Drucker, Kreissäge oder Schweißgerät. Im Hobbyhimmel in Stuttgart-Feuerbach findet jeder die richtige Maschine für sein Projekt. Die Idee dahinter war, dass man einen Raum hat, der für die Öffentlichkeit ist, an dem gemeinsam die Werkzeuge und die Räumlichkeiten genutzt werden können. In allen Fällen günstiger, als sich ein eigenes Gerät zu kaufen. Und vor allem nachhaltiger. Außerdem sind die ehrenamtlichen Mitarbeiter echte Werkstattprofis. Das Know-how ist auf jeden Fall, was man hier jeden Tag mitnehmen kann, wenn man will, ist auf jeden Fall einer der Hauptgründe, warum ich hier bin. Neben klassischem Handwerk gibt's hier aber auch jede Menge Hightech. Mit Ersatzteilen aus dem 3D-Drucker lassen sich viele Dinge wieder reparieren, die man ansonsten vielleicht wegwerfen müsste. Das ist die Abdeckung von einer Dunstabzugshaube und da war der Riegel verloren gegangen und Ersatzteile gibt es nicht mehr. Also so kleine Kunststoffteile nicht zu kriegen. Ist immer so, irgendein kleines Kunststoffteil verreckt und dann kann man das ganze Zeugs wegwerfen. Reparieren statt entsorgen. Das macht nicht nur Spaß, sondern ist auch nachhaltig. Besonders bei Elektrogeräten ist es oft nur eine Kleinigkeit, die gerichtet werden muss. Wer ein defektes Gerät hat, kann damit gerne beim allmonatlichen Repair-Café vorbeischauen. Also Repair-Café ist quasi einfach ähnlich wie ein Café. Man kann kommen, man muss sich nicht anmelden vorher. Es sind oft Leute da, die auch technisch interessiert sind. Man bringt seine kaputten Geräte mit. Und dann repariert man an sich selber, man kriegt aber super Tipps und dann
geben die Kollegen auch meist, oder die, ja, sind auch die technisch Versierten, geben das Beste, dass das Gerät wieder zum Laufen kommt. Mit gemeinsamem Know-how wird hier so mancher scheinbar hoffnungslose Fall wieder flott gemacht. Das ist ein altes Radio von meiner Mutter noch. Das hatte die lange in der Küche stehen. Und das ist dann, aber hat angefangen zu rauschen. Und jetzt habe ich zum einen das Netzteil wird ersetzt. Und ich habe einige Kondensatoren jetzt schon ausgetauscht und angeschaut. Und jetzt gucken wir gleich mal, ob es wieder zum Leben kommt. Ja, ich denke, das wird gut. Noch schön sauber machen, einpacken wieder. Und dann kann es wieder in die Küche. Im Hobbyhimmel kann man auch Kurse belegen. Heute lernen die Teilnehmer, wie man Gerümpel aus dem Keller vor der Mülltonne retten kann. Upcycling. Schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen beim Kurs. Und am Anfang würde ich euch grundsätzlich einfach ein bisschen was zeigen, was Upcycling so mit sich bringen kann. Aus alt, mach neu. Selbst die verrücktesten Gegenstände bekommen beim Upcycling einen neuen Verwendungszweck. Ich liebe alte Sachen und bin bekloppt. Und dann bin ich auf dieses schöne Teilchen hier gestoßen. Eine Trockenhaube. Und jetzt habe ich da eine Lampe reingemacht, eine Glühbirne, einfach so reingebastelt. Nora hat noch keinen Plan für ihre aussortierten Kisten. Und irgendwie kann ich mit denen nichts Richtiges anfangen. Also die lagen eigentlich die meiste Zeit im Keller. Anna wird ihr bei der Ideenfindung helfen. Und nebenher will sie aus dieser ausgebauten Wäschetrommel einen neuen Couchtisch bauen. Die zündende Idee für Nora, ein kleines Regal. Aus den Kisten werden passende Schubladen. Genau. Danke. Festzwingen. Ich bin aber noch bei dir bei den ersten Runden. Dazu gibt Anna ihr viele handwerkliche Tipps. Selbst wenn man mich jetzt irgendwo so hier hingestellt hätte, ich wäre nie auf die Idee gekommen, wie man sowas baut. Also es braucht ja schon beides, Material und Leute. Ein Regal aus Holzresten und alten Kisten. Ein Musterbeispiel für Upcycling. Dafür ist der Hobbyhimmel ja auch da, oder ja, hauptsächlich da, dass die Leute selbstständig an ihren Projekten arbeiten können. Und der Kurs ist so der Einstieg ins selbstständig weitermachen. Ein Möbelstück im Industrielook. Anna hat aus der Waschtrommel ein echtes Unikat gebaut. So, die Platte habe ich jetzt ausgesägt. Man kann sie auch fräsen. Es muss nur noch die Platte hier oben drauf, die gute. Und dann ist es fertig soweit. Genau. So. Ein Couchtisch mit integriertem Schränkchen. Auch für Noras Schubladenregal braucht es nur noch ein paar letzte Handgriffe. Dafür gibt's natürlich einen ganz besonderen Platz in der Wohnung. Kommt's hin? Wahrscheinlich jetzt neben dem Schreibtisch, damit ich es jeden Tag sehe, weil ich es so cool finde, dass ich es selber gemacht habe. Wiederbelebt statt weggeworfen, wenn das kein Erfolg ist. Hier. Letzter Knoten. Tada! Ich hab's geschafft. Ich kann's nicht glauben. Es ist echt ganz hübsch geworden, finde ich. Ne? Also ein bisschen löchrig im Gegensatz zum Original. Aber Übung macht den Meister. Es hat echt total Spaß gemacht, auf jeden Fall. Jetzt noch unten abschneiden, richtig, damit es noch so schön fransig wird hier. Am Ende nur noch unten ein bisschen ausfransen, Teelicht rein, fertig. Und ich habe es wirklich selber gemacht. Gell? Ja. Ja, vielen Dank fürs Zeigen. Also ich muss sagen, man braucht sehr viel Geduld. Da habe ich ehrlich gesagt so meine Schwierigkeiten. Aber schön ist es auf jeden Fall. Ich glaube, ich werde es mal nachmachen. Ja, und wenn Sie noch weitere Tipps brauchen für selber machen, do it yourself, schauen Sie doch mal bei uns in der ARD Mediathek vorbei oder auf YouTube. Da gibt es noch ganz viele Treffpunktsendungen mit ganz vielen Tipps. In diesem Sinne, viel Spaß beim Nachmachen, beim Basteln und beim Bauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Man kann auch natürlich hier jetzt nach unten. Und wieder unten? Und dann dran. Ah, ja, der muss unten. Ja, der hat es. Genau jetzt. Oh, krass. Voll konzentrieren. Fertig. Fast. Nein. Fast.
ich bin fast rum. Guck. Ah. Ja.